Was ihr hier hört, ist das wahrscheinlich bestklingendste USB-Interface, das ich bis jetzt zum Testen hier im Studio hatte. Also dranbleiben! Herzlich willkommen zu MuseTalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen bei MuseTalk. Angecheckt, ich bin Non Eric und heute checken wir zusammen das USB-Audio-Interface von Steinberg, das UR44, an. Und ihr habt es in der Anmoderation im Teaser schon gehört. Das klingt richtig gut, das Steinberg-Interface. Dazu aber später noch mehr. Erstmal schauen wir uns mal die Hardware an. Wie man hört, ist das ein richtiges Metallgehäuse, auch entsprechend schwer und fühlt sich extrem robust an. Das ist also auf jeden Fall von der Verarbeitung her und von der Qualität her schon mal sehr, sehr hochwertig. Anschlussmäßig, UR44 hört sich so nach 4 Inputs, 4 Outputs an. Das ist fast richtig. Schauen wir uns doch mal die Hardware jetzt mal im Detail an. Wir haben hier vorne am Frontpanel 4 Kombibuchsen. Da kann ich dann ein Mikrofon anschließen, eine Bassgitarre oder eine Gitarre direkt reinstecken. Denn hier vorne habe ich 2 Eingänge mit Hi-Z-Eingang. Und dann habe ich hier noch 2 weitere, die ich auf Line-Pegel bringen kann. Alle 4 Eingänge verfügen über 48 Volt Phantomspannung und haben einen eigenen dezidierten Gain-Regler. Und jetzt kommen wir schon zu der Besonderheit. Wir haben nämlich 2 Kopfhörerausgänge und einen Main-Output. Und diese beiden Kopfhörerausgänge, die sind auch tatsächlich komplett separat regelbar. Schauen wir uns jetzt hier mal das DSP-Mix-Panel für das UR44 an. Das müsst ihr benutzen, wenn ihr kein Cubase benutzt. Ich habe hier im Moment gerade Logic am Laufen. Und dann habe ich hier von Logic den Pegel hier drauf, was jetzt gerade gar nicht funktioniert, weil ich auf dem falschen Mix-Output war. Und ihr seht das hier. 2 Mixe kann ich einstellen fürs Monitoring. Und je nachdem, was ich hier angewählt habe für den Kopfhörerausgang, wird der Kopfhörerausgang gedoppelt. Dann höre ich also 2-mal dasselbe an den beiden Outputs. Oder ich kann tatsächlich einen eigenen Mix pro Output machen, aber natürlich keinen kompletten Mix jetzt, wenn ich hier mit Logic arbeite, sondern natürlich nur ein Monitoring-Mix für die Live-Inputs, die ich hier habe. Und dann drehen wir das Ganze mal um. So, schauen wir auf die Rückseite. Da haben wir hier ein Steckernetzteil. Das ist ja mittlerweile Standard. Da regen wir uns auch schon gar nicht mehr drüber auf. Macht auch keinen Sinn. Dann hier USB 2.0, kein 3.0. Und hier ganz wichtig, der CC-Mode-Schalter. Das ist nämlich class-compliant, ja oder nein. Und da müsst ihr ein klein bisschen aufpassen, denn wenn ich hier eine Änderung mache, hier umschalte, da passiert nämlich gar nichts. Ich muss das Gerät erst an- und ausschalten. Class-compliant bedeutet, und das will ich nachher auch gleich noch zeigen, das Interface wird von allen Apple-Geräten sofort als Audio-Interface erkannt. Und damit lässt es sich, und das zeige ich gleich auch nochmal, am iPad ganz hervorragend betreiben. Aber dann, mit diesem Schalter müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Ist das Gerät nämlich auf Class-Compliant geschaltet, dann ist die Hardware-Unterstützung in Cubase für das Gerät nicht aktiv. Dann haben wir hier noch 2x MIDI. Hurra! Ganz normale MIDI-In- und Out-Boxen. Leute wie ich, die auch ab und an mal ein bisschen Vintage-Gear am Start haben, die noch so einen ollen 5-Polien MIDI-Buchse haben oder MIDI-Kabelverbindung haben. Für die ist das hier wichtig. Und dann gehen wir hier weiter. Main-Output und 2 separate Line-Outputs. Und der erste von den beiden, der ist auch gespiegelt hier mit dem Main-Out, aber der zweite Line-Output lässt sich auch wieder separat ansteuern. Auch auf dem iPad zeige ich gleich. Und deswegen habe ich hier wirklich die Möglichkeit, einen zweiten Mix nach außen zu führen. Und das kann zum Beispiel sehr, sehr wichtig sein, wenn ich eine DJ-Software habe. Denn dann habe ich einmal das Signal, was
nach draußen geht, was die Leute hören, zum Tanzen hören können. Und dann natürlich noch den zweiten getrennten Weg, auf dem ich mit dem Kopfhörer vorhören kann. Das ist vorausgesetzt, es gibt die entsprechende Softwareunterstützung mit dem UR44 kein Problem. Und wenn man bedenkt, dass das Gerät jetzt auch nur in Anführungsstrichen um die 300 Euro kostet, ist das jetzt von der Hardwareausstattung her schon mal sehr, sehr opulent. Und das ganze Gerät wirkt auch sehr massiv und in jeder Art und Weise hochwertig. Guti, dann schauen wir uns mal hier das Panel an. Da haben wir hier jetzt die beiden Eingänge. Ich habe jetzt einmal ein Mikrofon aus meinem Installation Box angeschlossen. Verstimmt. Stimmt sich hier in der Studiobeleuchtung natürlich immer sehr, sehr schnell die Gitarre. Deswegen werde ich oft mit einer verstimmten Gitarre erwischt. So, jetzt gehe ich hier rein aus meiner Isolation Box. Ich gehe hier in den richtigen Gitarren-Amp hinein. Komme hier am Mic-Input wieder an. Und kann jetzt hier das im Moment nicht regeln. Wann habe ich wahrscheinlich wieder auf dem falschen Mix. So, jetzt kann ich den hier regeln. Das ist das sogenannte Hardware-Monitoring. Das funktioniert jetzt natürlich mit jeder DAW, weil die DAW kommt hier hinein, wird hier zugemischt. Und dann habe ich hier die Möglichkeiten, die Live-Inputs abzuhören ohne Latenz. Und dazu brauche ich auch keinen Cubase. Das geht mit jeder Audio-Software auf dem Mac oder auf dem PC. Hier kann ich dann auch die entsprechenden Features wie Hochpassfilter für Trittschall, Phase kann ich umschalten. Und jetzt wird es schon ein bisschen spannend. Ich habe nämlich hier schon die DSP-Chips aktiviert. Denn auf dem UR44 laufen auch noch DSP-Effekte in Echtzeit ohne Latenz. Und da habe ich unter anderem hier diesen schönen Channel-Strip. Supf, mache ich den mal an. Was mir nicht so richtig gut gefällt, ist, wie die Drehregler hier in Cubase funktionieren. Das ist wahrscheinlich für Cubase-Hasen alles kein Problem. Allerdings für jemanden wie ich doch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, wie hier sich die Drehregler bewegen. Ich habe jetzt hier auch mal drauf geklickt. So, jetzt durch Mausbewegung passiert jetzt erstmal nichts. Kann auch hier das Scrollrad nicht benutzen. Ich muss also im Prinzip hier mal nach außen klicken. Ihr merkt schon, für mich ist das nichts. Da wünsche ich mir auch in Cubase eine durchgängigere, bessere Mausbedienung. Der Channel Strip ist meiner Meinung nach gut dafür geeignet, dem Sänger oder dem Instrumentalisten ein gutes Gefühl bei der Aufnahme zu geben. Er ist natürlich jetzt nicht so umfangreich ausgestattet, dass man sagen kann, hey, den benutze ich gleich bei der Aufnahme. Das würde ich nicht machen. Wir sehen auch hier zum Beispiel, ich habe eine sehr, sehr kurze Attack, aber doch eine relativ lange Release-Zeit, sodass die Einsatzbereiche ein klein bisschen eingeschränkt sind, was den Kompressor angeht, aber zum Vorhören, um dem Sänger oder dem Instrumentalisten ein entsprechendes, warmes, volles Gefühl auf dem Kopfhörer zu geben, ist das mehr als ausreichend. Und dann haben wir hier auch noch den EQ und man kann diese beiden Stellungen jetzt hier noch mit dem Morphing-Regler übergangslos überblenden. Gut, dann neu dazugekommen. Ein Gitarren-Plugin. Not enough FX Resources. Okay. Was muss ich denn da machen? Das habe ich jetzt noch gar nicht gehabt. Mache ich das mal aus. Machen wir den Clean-Effekt an. Not Effect. Okay, dann muss ich wahrscheinlich. Das habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Auf dem ersten Kanal mal den Effekt ausschalten. Dann geht es. Okay, das habe ich gar nicht gemerkt beim Testen. So, und hier haben wir jetzt den Gitarreneffekt, das Insert-Plugin. Dafür gehe ich jetzt aber mal direkt
mit der Gitarre hier rein in den Hi-Hat-Eingang. Drehen wir hier mal ein bisschen rum. Auch hier wieder die etwas gewöhnungsbedürftige Mimik, was die Drehregler angeht. Aber ich glaube, schon ein kleiner Test offenbart hier, dass das jetzt von der Qualität her nicht so mega amtlich ist. Es reicht, um für unterwegs einen Gitarrensound hervorzuzaubern, mit dem man dann einspielen kann, um vielleicht mal ein neues Riff zu testen, ein bisschen zu üben. Aber für eine amtliche Aufnahme ist das von der Qualität her nicht ausreichend. Da lege ich mich mal jetzt fest. Schön ist aber, das Ganze hat keine Latenz. Und das merkt man beim Spielen sofort. Gut, jetzt gehe ich mal wieder hier vorne rein in mein Amp und mache hier auch jetzt mal das Panel zu und wir schauen uns das Ganze mal unter Cubase an. Mal Logic zu. Wupp. Hochfahren. Hier erscheinen über den Input-Kanälen, wenn man hier oben Hardware aktiviert hat, die entsprechenden Einstellungen, die wir eben in dem separaten DSP-Mixer gesehen haben, den wir unter Logic nutzen mussten. Dafür ist allerdings ganz wichtig, dass ihr hier unter Racks Hardware anschaltet, sonst seht ihr die nicht. Und eine andere Falle ist, das habe ich eben schon mal erklärt, der Class Compliant Mode darf nicht an sein. Da bei der Gelegenheit können wir ja mal durch die ganzen Features durchgehen. Hier oben wieder Trittschall und Phase. Dann habe ich hier die Möglichkeit, die Effekte, die Inside-Effekte vor der Aufnahme zu platzieren oder nach der Aufnahme, also mit aufnehmen beziehungsweise einfach nur zum Monitoring. Hier auch wieder unser Channel-Strip von eben. Dann kann ich hier den Channel-Strip-Effekt noch dosieren. Mal gucken, ob mir hier diese Übersicht hier, Drive-Pegel vom Channel-Strip. Und dann hier ist hier unten der Morph-Faktor. Und dann kann ich im Prinzip hier unten das Reverb aufrufen. Und diesen Reverb-Effekt auch noch regeln. Hier ist ein Reverb-Send-Effekt. Hier könnt ihr den Anteil des Reverb-Effekts dann einstellen. Wichtig ist, dass hier unter Geräte konfigurieren, das hatte ich nämlich nicht, direktes Mithören auch aktiviert ist, weil sonst hört ihr die DSP-Effekte nicht. So, dann haben wir, wichtig, auch gerade fürs Hardware-Monitoring, einen Reverb-Effekt. Da muss ich sagen, der Hall-Effekt, der klingt sehr, sehr gut. Da würde ich sagen, da habe ich überhaupt gar keine Bauchschmerzen, den zumindest fürs Monitoring zu benutzen. Das sollte jedem Sänger auf jeden Fall erstmal ein gutes Gefühl beim Einsingen geben. Ich kann hier jetzt den Effektanteil regeln. Hier auch den Drive von dem Channel Strip. Kann hier natürlich auch die Gitarreneffekte an den Start bringen. Und das Ganze entweder mit aufnehmen oder nicht. Jetzt kommen wir noch, ich lege mal die Gitarre weg, zu einem speziellen Trick dieses Interfaces. Und ziehe mal kurz die Gitarre raus, brummt sonst. So, denn hier gibt es noch was Abgefahrenes. Das nennt sich Loopback. Und das ist eigentlich nichts anderes als ein virtuelles Audiokabel, was vom Output von Cubase wieder in den Input hineingesteckt wird. Aber wozu kann das sinnvoll sein? Ganz einfach, ich mache das mal an.
Und ihr seht, hier kommt jetzt das komplette Playback wieder an dem Eingangskanal an. Wer braucht sowas? Ich brauche sowas, denn wenn ich jetzt hier zum Beispiel in Skype hineingehe, wir sehen, erscheint nämlich mein Steinberg UR44 als Input-Device. Und wenn ich jetzt Cubase starte, kann ich jetzt mein komplettes Playback über Skype streamen, ohne jetzt irgendwelche speziellen Tools dafür benutzen zu müssen. Und kann das eben benutzen, um das über Skype zu übertragen oder vielleicht irgendwo hin zu streamen. Also das finde ich eine ganz, ganz tolle Funktion. Und habe ich sonst auch bei keinem anderen Hersteller in dieser Form jedenfalls bisher wahrgenommen. Kommen wir mal zum Sound. Ich habe es ja gleich am Anfang gesagt. Dieses Interface klingt gut und ich lege mich wirklich fest, von den Ausgangs- und Eingangswandlern, dieses Interface klingt richtig, richtig gut. Meiner Meinung nach das bestklingendste USB-Interface, was ich bis jetzt in den Fingern hatte. Und das Schöne ist, ich habe ja hier auch mein Tonebeat Cubase-Projekt noch am Start und hatte dadurch die Möglichkeit, die Mikrofonvorverstärker des Balance und vom Tonebeast und vom Tegler direkt miteinander zu vergleichen mit dem gleichen Sound, wieder mal auf dem Orange. Und deswegen kann ich 100% guten Gewissens sagen, dieses Interface klingt richtig gut und hat noch ein paar spezielle Tricks am Start. Unter anderem, und das habe ich am Anfang schon erwähnt, es lässt sich ja auch als iPad-Interface wunderbar benutzen. So, was müssen wir jetzt machen? Ihr habt das bestimmt schon in App gecheckt oder so gesehen. Ich benutze meistens ein USB-Interface und brauche dann noch einen gepowerten Hub, also einen Hub, der auch noch mit Strom versorgt ist. Das brauche ich hier in diesem Fall nämlich nicht. Ich ziehe jetzt hier einfach mal am Mac mein USB ab und muss jetzt Folgendes machen. Ich schalte das Interface aus, gehe hier auf, drehe es mal um. So. Mache jetzt hier wieder meinen Class Compliant Mode an, muss das Interface wieder anschalten und kann dann hier mit diesem schönen Kameraadapter direkt an mein iPad gehen. Und dann seht ihr hier auf der Input Matrix in Aurea, dass ich hier tatsächlich bis zu 5 separate Inputs habe. Und dann gehe ich jetzt hier nochmal kurz gucken, wie das in BeatMaker aussieht. Und im BeatMaker sieht es dann so aus, dann kann ich hier unter Audio Tracks, unter Audio eben auch 6 separate Inputs und 2 Stereo Inputs anwählen und für die Aufnahme benutzen. So, jetzt bin ich schon am Ende meiner kleinen Probefahrt mit dem UR44 von Steinberg und möchte auf meinem persönlichen Musometer für das Produkt 4 von 5 möglichen Punkten geben. Warum nur 4 und nicht 5, wenn das Ding so gut klingt? Das ist hauptsächlich geschuldet dem etwas suboptimalen Gitarrenverstärker-Plugin. Bin mir sicher, dass da Yamaha und Steinberg noch was anderes aus dem Ärmel zaubern können. Und auch die Bedienung, gerade was so das Knob-Handling in der Software in Cubase und auch in dem DSP-Mixer angeht, da bin ich nicht richtig zufrieden. Meiner Meinung nach gibt es da viel zu viele verschiedene Möglichkeiten, die Regler anzufassen. Auch das hat bei mir zu einem Punktabzug geführt. Tja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuschauen und wir sehen uns bald wieder hier auf diesem Sender. Und bis dahin sage ich nur, make more music mit Musetalk. Bis zur nächsten Sendung. Tschüss!